Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Können Sie sich vorstellen, wie Ihr frisch geplantes Bad in der Realität ausschaut? In Schramberg gibt es nun die Möglichkeit, bei der virtuellen Badplanung Ihr Bad im Voraus zu betreten. Und damit willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Alle weiteren Themen des Tages jetzt im Überblick. Rückzugsort. Wer sich für eine Terrassenüberdachung entscheidet, schafft zusätzlichen Wohnraum. Zurück zur Natur. Wandverkleidungen aus Holz geben Räumen eine gemütliche Atmosphäre. Und zurück in die Zukunft. Mit innovativer 3D-Technik kann das Bad jetzt schon vor dem Einbau virtuell betreten werden. Haben Sie auch die nächste Gartenparty schon geplant? Doch was ist, wenn es anfängt zu regnen? Eine praktische Lösung ist eine Terrassenüberdachung. Wie diese aussehen kann, das sehen Sie jetzt. Eine typische Terrasse, wie viele sie kennen. Innerhalb von knapp 2 Tagen Montagezeit ist hier eine verglaste Terrassenüberdachung entstanden. Immer mehr Hausbesitzer entscheiden sich für die Möglichkeit, den Sommer ein wenig zu verlängern. Ein Terrassendach schützt zuverlässig vor Schmutz, Regen oder Hagel. Für Familie Simone haben vor allem die Kinder die Entscheidung beeinflusst. Die wollen ja immer raus oder grillen und dann fängt es an zu regnen, dann müssen wir schnell rein und deswegen eigentlich. Mit einer Terrassenüberdachung kann 365 Tage im Jahr draußen gekocht oder gegrillt werden. Nicht nur im Sommer wird so der Wohnraum erweitert. Spezielles Material sorgt auch im Winter dafür, dass Schneelast nicht zum Problem wird. Wir haben Sicherheitsgläser hier drauf. Durch die Sicherheitsverglasung ist das auf jeden Fall gewährleistet, dass wir hier keine Brüche auf der Scheibe haben. Die ganzen Metallteile sind Aluminiumpulver beschichtet, somit habe ich keine Wartung an dem ganzen Terrassendach. Aufgrund der Traglast ist auch die Reinigung des Glasdachs möglich. Familie Simone hat sich für eine offene Variante entschieden. Wer seine Terrasse komplett als zusätzlichen Wohnraum nutzen will, für den gibt es zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten. Nachrüsten können wir im Prinzip alles. Wir können hier Seitenwände einsetzen, die entweder zum Schieben oder zum Falten sind. Auch nur mit Rollo kann man arbeiten. Es gibt Heizstrahler integriert in die Sparre oder Beleuchtung. Komplette Beschattung im senkrechten Bereich ist auch möglich. Also da haben wir viele Möglichkeiten. Es bleibt aber ein Kaltwintergarten. Der im Sommer bei Bedarf, aber auch vor Sonne schützt. Markisen in allen Designs, welche automatisch bedient werden können, gehören zum Standard. Seit 5 Jahren wohnen die Simones in ihrem Haus. Und egal wie der Sommer in diesem Jahr aussieht, die Familie wird in jedem Fall viel Zeit draußen auf der Terrasse verbringen. Wenn Sie zu Hause ein Bild aufhängen, dann sollte dieses nicht nur gerade, also im Wasser hängen, sondern es gibt noch einige Dinge mehr zu beachten. Was genau, das erfahren Sie jetzt in den Nachrichten. Wer in seiner Wohnung Bilder aufhängt, sollte auf die richtige Positionierung achten. Fenster und Lichtquellen im Raum sollten berücksichtigt werden. Auf keinen Fall darf es spiegeln oder blenden, raten Einrichtungsexperten. Wichtig zu wissen, ein Querformat mit dem Motiv eines tiefen Horizonts gibt einem engen Raumweite. Ein Raum, dem Tageslicht fehlt, kann mit Bildern von Licht und Sonne heller wirken. Nach Expertenmeinung müssen Bilder nicht farblich passend zur Einrichtung ausgesucht werden. Das wird weder den Bildern gerecht, noch wertet es die Wohnung auf.
Mit ein paar einfachen Tricks kann ein kleines Bad größer wirken. Großformatige Fliesen lassen kleine Räume einheitlicher und ruhiger erscheinen, da weniger Fugen die Augen stören. Ungünstig sind schmale Fliesenstreifen und Fugen an den Rändern. Ein weiterer Tipp für optisch mehr Größe ist ein großdimensionierter Spiegel. Er vermittelt ein Gefühl von Tiefe, da er den Raum mehr oder weniger verdoppelt. Die Dusche sollte möglichst bodengleich sein und mit einer transparenten Glasabtrennung versehen werden. Nach der Werbung geht es bei uns weiter mit dem Thema virtuelle Badplanung. Was sich genau dahinter versteckt, sehen Sie gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Singen in der Georg-Fischer-Straße. Hallo? Hallo Sie? Investieren Sie jetzt in Ihre Zukunft. Ob die eigenen vier Wände oder als sicheres und langfristiges Renditeobjekt. Die Tuttlinger Höfe sind eine sichere und solide Kapitalanlage. Nutzen Sie Ihre Chance und investieren Sie jetzt in eine sichere Zukunft im Herzen von Tuttlingen. Die Tuttlinger Höfe. Modern, attraktiv und renditestark. www.tuttlingerhöfe.de. Und hier soll ich baden? Da haben Mama und Papa wohl noch nie was von Geismeier Baustoffe und Fliesen gehört. Sie haben ein Baumproblem? Forst- und Baumdienst Gruber hat die Lösung. Beratung, Fällen, Schneiden, Sanieren, Entsorgung, Fräsen der Wurzelstöcke und Neuanpflanzung. Forst- und Baumdienst Gruber, Horgenzell. Jeden Sonntag Schausonntag bei Geismeier Baustoffe und Fliesen in Tettnang. www.geismeier.de. Willkommen zurück bei Bauen und Wohnen. Haben Sie zu Hause auch Raufasertapeten oder Putz an den Wänden? Eine echte Alternative dazu sind Holzverkleidungen. Sie sehen nicht nur schön aus, sondern schaffen auch eine sehr gemütliche Atmosphäre. Bis in die 90er Jahre war der Holzbau nur etwas für ländliche Regionen. Heute erobert das Material die Städte zurück. Neben der natürlichen Optik bietet Holz den Vorteil, dass es nicht künstlich hergestellt werden muss. Geringer Energieaufwand und effiziente Klimaschutzmaßnahme. Bauen mit Holz ist keine kurzlebige Modeerscheinung. Natürliches Holz liegt im Trend. Es darf ein Asch drin sein, es darf einfach das Leben des Holzes darf einfach rauskommen und das macht ja auch die Atmosphäre in jedem Raum. Und ich bin froh, dass es kommt. Es ist zwar immer nur ein kleiner Teil, aber in Kombination mit Stahl, mit Glas wirkt natürlich das Holz als warmes, als lebendiges Element. Und das macht eigentlich auch die Atmosphäre schlichtweg aus. Ja. Das erkennen private Bauherren und Unternehmen. Für die Kreissparkasse Biberach entsteht hier eine Wandverkleidung aus Holz. Genauer gesagt aus Esche, gefällt in heimischen Wäldern.
Die Besonderheit für das Projekt ist halt prinzipiell, dass es mal wieder mit viel Massivholz zu tun hat. Und das auch roh. Hobelware. Heutzutage ist eher viel Spannplattenbereich beschichtet. Vielleicht noch mal furniert, aber das ist einfach Massivholz. Und das ist natürlich auch eine große Menge. Ja. In Privathäusern setzt man immer mehr auf Natürlichkeit und Wohlfühlatmosphäre. Ebenso ist der Innenausbau mit Holz an Schulen oder Universitäten stark gefragt. Dabei kommt es bei der Umsetzung auf viele Faktoren an. An dem Projekt ist natürlich nicht nur das Holz hier jetzt auch ausschlaggebend, sondern auch die Funktion der Wandverkleidung. Die Wandverkleidung wurde hier mit Abstand montiert. Dazwischen ist ein Vlies und eine Akustik-Schallschutzplatte. Und mit der erreicht man natürlich auch, dass die Raumakustik im Gebäude dann entsprechend ausfällt. Ja. Bevor die Wandverkleidung angebracht wird, fertigt der Schreiner eine spezielle Unterkonstruktion. Anschließend werden die einzelnen Module daran festgemacht. Am Ende sieht das Ergebnis dann so aus. Stellen Sie sich vor, Sie können Ihr frisch geplantes Bad schon vor dem Einbau betreten. Möglich macht dies eine hochinnovative Technik. Was von Videospielen schon bekannt ist, kommt jetzt auch bei der Badplanung zum Einsatz. Mittels einer 3D-Brille können Kunden ihr geplantes Bad schon vor dem Einbau betreten und sich einen realistischen Eindruck verschaffen. Du hast bei dem bis jetzt üblichen Ablauf einfach nicht die Sicherheit, dass es wirklich so ist, wie du dir das vorstellst, weil du es ja nur auf dem Papier hast. Du hast dein altes Bad, du hast das neue auf dem Plan, aber so wirklich, dass du drinstehst und siehst, ach, die Badewanne und das Licht fällt so, das war ja gar nicht möglich. Bis jetzt. Nach Entwurf und 3D-Ansicht geht es einen Schritt weiter. Denn wer in einen der teuersten Räume in Haus oder Wohnung investiert, will Sicherheit beim Ergebnis. Als Kunde haben Sie den großen Vorteil, dass Sie sich Ihr neues Bad noch besser vorstellen können. Besser vorstellen können, bevor es gebaut ist. Und zwar hat man die Möglichkeit, mit dieser 3D-Technologie tatsächlich in das Bad einzutauchen und das Bad zu begehen. Und dieser sehr realistische Raumeindruck gibt Ihnen natürlich Sicherheit, dass Sie im Nachhinein genau das bekommen, was Sie sich erwünschen und erträumen. In der Hauptstraße von Schramberg gelegen finden sich die Räumlichkeiten, in denen das Bad lebendig wird. Gemeinsam mit Architekt Arkas Förstner plant der Kunde wie bisher sein Bad. Aus einer Zeichnung wird ein Entwurf, aus dem Entwurf jetzt der 3D-Raum. Möglich macht das die Kooperation zwischen Architekt und Badgestalter. Denn vor allem für diesen Bereich bietet sich 3D an. Das Bad ist ein Raum, dass ich zwei-, dreimal täglich auf jeden Fall, den brauche ich zwei-, dreimal täglich, den suche ich auf. Er muss praktisch sein, er muss schön sein, er soll eine gehobene Atmosphäre haben. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, sich mit dieser Planung ganz besonders auseinanderzusetzen. Was man auch gerne vergisst, wir haben Wasser, wir haben Technik, wir haben Elektro, wir haben heute Lichtlösungen, Soundlösungen. All das in Kombination macht das Bad zu einem sehr komplexen, aber eben sehr viel genutzten Raum, in dem man sich wohlfühlen möchte. Und deswegen lohnt sich das gerade fürs Bad. Innovative Technik macht's möglich. Maria Göller plant bereits zum dritten Mal ein Bad. Erstmals erlebt sie es in 3D. Total lebendig. Ich dachte wirklich, ich stehe in dem Bad und ich laufe auf die Wände. Also irre, ganz neues Gefühl, das zu empfinden oder in einem Raum zu stehen. Also wie Science-Fiction-mäßig halt. Und Science Fiction könnte die Zukunft sein. Nach Meinung der Badexperten ist 3D-Planung auf dem Vormarsch und könnte bald auch in anderen Bereichen auf den Markt kommen. Somit wären solche Ansichten dann möglicherweise für alle Räume der Wohnung denkbar. Wahnsinn, was die Technik von heute schon alles möglich macht. Für diese Woche war es das wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Kommende Woche dann unter anderem mit dem Thema Wohnen nach Feng Shui. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.
Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.